Herzlich willkommen zum dritten Teil unseres Starship Troopers Let's Plays. Im letzten Teil haben wir mit der Kampagne begonnen und sind im Rahmen unserer ersten Operation auf dem Planeten Klendatu gelandet. Es handelt sich dabei um die Heimatwelt der Bugs und wir hatten dabei zwei Aufgaben. Wir sollten einerseits sämtliche Buglöcher vernichten und alle Feinde, die uns begegnen, neutralisieren. Das haben wir auch gemacht, doch wurde bereits nach kurzer Zeit der komplette Rückzug aller MI-Divisionen vom Hauptquartier angeordnet. Wir haben uns dann daraufhin der Landezone genähert und ein Landungsschiff zur Abholung gerufen. Dieses wurde jedoch beim Versuch zu landen abgeschossen, sodass wir im Moment auf dem Planeten festsitzen. Ich gebe euch jetzt erstmal einen aktuellen Bericht des Hauptquartiers. Aktueller Bericht 19.10.2369. 3 Stunden nach Beginn der Operation Backhaus hat das Stabshauptquartier einen allgemeinen Rückzug befohlen. Die Bugs haben mit einem heftigen Gegenangriff geantwortet und Einsatzteams der MI sind an allen Fronten zurückgeschlagen worden. Die Abholung der Soldaten wird durch verstärkten Plasmabeschuss von Seiten der Arachniden behindert. Das Plasmasperrfeuer richtet sich mittlerweile gegen Fahrzeuge im Orbit und auf der Planetenoberfläche. Unsere Ressourcen sind nun aufs Äußerste beansprucht, da die Flotte sich bemüht, jeden nach Hause zurückzubringen. Wie ihr seht, die Lage ist kritisch und wir wollen jetzt mal den Ausführungen unseres Vorgesetzten lauschen und uns unsere neuen Einsatzbefehle abholen. Lieutenant, durch den unerwartet heftigen Widerstand der Arachnoiden haben wir Ihr Einsatzteam bislang nicht abholen können. Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir durch die Entscheidung, alle terranischen Kräfte aus diesem System abzuziehen, nur begrenzt Gelegenheit haben werden, Ihre Truppen abzuholen. Ihre neuen Einsatzziele sind folgende. Ihr Einsatzteam muss seine gegenwärtige Position verlassen und versuchen, mit allen übrigen MI-Einheiten in ihrem Missionssektor Kontakt aufzunehmen. Verbindungsprotokollen ist zu entnehmen, dass Angehörige der Kompanie J nahe ihrer gegenwärtigen Position ein Abholsignal abgesetzt haben. Während sie etwaige Überlebende ausfindig zu machen versuchen, geht die TFT Valley Forge in eine Umlaufbahn zur Abholung. Sobald der Transport vorbereitet ist, werden wir Ihnen neue Koordinaten für die Abholung durchgeben. Ja, wie bereits erzählt, wir knüpfen direkt an den letzten Einsatz an. Wir können daher auch keine Änderungen an unserem Team oder unserer Ausrüstung und Bewaffnung vornehmen. Als Feinde erwarten uns Plasmabugs, haben wir ja schon im letzten Einsatz kennengelernt, Krieger und Arbeiter, also keine neuen Feinde, die auf uns warten. Und ich denke, wir gehen jetzt nun mal schnell in den Einsatz. Lieutenant, wegen des Plasmabombardements ist die Valley Forge nicht in der Lage, in eine Umlaufbahn zu gehen, die ihre Abholung ermöglichen würde. Ich habe Verbindung mit der Roger Young aufgenommen und sie wird ihr Team abholen. Sie sind in sicheren Händen, Lieutenant. Auf Wiedersehen und viel Glück. Ja? Ja, nun sind wir hier erstmal auf dem Planeten gefangen, müssen uns quasi zur J-Kompanie durchschlagen, um etwaige Überlebende aufzunehmen und müssen dann dafür sorgen, dass wir irgendwie von diesem Planeten herunterkommen. Wie ihr bereits gerade gehört habt, die Valley Forge, unser ehemaliges Heimatschiff, ist nicht in der Lage, uns abzuholen und hat diesen Auftrag an die Roger Young abgegeben. Einige von euch, die den Film bereits gesehen haben, wissen, die Roger Young ist das Schiff von Carmen Ibanez und ich denke, ihr werdet euch noch gut an sie erinnern können. Also gut, los geht's, ihr Affen! Nehmen wir mal eine bessere Formation ein hier. Kommt schon Backhole.
oder? Sir. Das ist aber kein Problem für uns. Wie gesagt, ich freue mich schon mit euch, dieses Let's Play zusammen zu machen und das Spiel durchzuspielen. Im Anschluss werde ich, wie bereits angekündigt, ein Let's Play zum Shooter. Ja. Zu Starship Troopers machen. Ich denke, dass das dann, denke ich mir, eine schöne Abrundung sein wird. So, jetzt haben wir erstmal die Bugs hier neutralisiert. Ja? Und arbeiten uns jetzt mal von links in eine Halbkreisbewegung vor. Kommt schon der erste Bug an. Ja. Da sind auch schon wieder zwei neue. Da müssen wir dann später aufpassen. Und wir sehen, hier oben sind auch noch Feinde. Und jeder Kill ist wichtig, weil er uns, wie gesagt, auch Erfahrungspunkte bringt. Bughole gesichtet. Kommt schon ein neues Bughole. Oh, da wird unser Lieutenant gerade getroffen. Da muss ich ein wenig sorgsamer mit umgehen. Was? Der verträgt noch eins? Ja, na gut, dann kriegt das. Jetzt haben wir beide eine schöne Rakete abbekommen. Also gut, los geht's, ihr Affen! Ja, also wie gesagt, ich war schon damals sehr vom Film begeistert, als er erschienen ist, 1998. War ja damals berüchtigt für seinen hohen Gewaltheitsgrad. Und unter anderem auch ein wenig in Deutschland dafür kritisiert, wegen der doch etwas großen Ähnlichkeit zur früheren deutschen Geschichte, welche sich insbesondere damals in Sachen des Films auf die Uniform bezogen hat, weil vielfach wurde gesagt, die Uniformen würden zu sehr denen des Dritten Reiches ähneln. Ja? Aber sonst war der Film doch sehr unterhaltsam. Leider konnten die nachfolgenden Teile niemals so wirklich, wie ich finde, an den ersten Teil anknüpfen. Insbesondere der zweite Teil war für mich eine herbe Enttäuschung. Der dritte war schon ein bisschen besser als der zweite, finde ich, aber kam trotzdem nicht wirklich an den ersten Teil heran. Sir? So, versiegeln wir jetzt mal das Backhol. Sir? Hier und streichen noch mal ein paar Kills ein. Ja.
Ja. Das ist uns auch gut gelungen. Jetzt sehen wir auch hier, unser Granatwerfer ist leer. Aber das ist nicht so schlimm. Weil wir, wie gesagt, sicherlich gleich irgendwo aufmunitionieren können. So, jetzt werden wir hier oben nochmal die Bugs neutralisieren. Bughole gesichtet! Ja, da kommt schon eins wieder raus. Sir? Holt sie euch! Schalten wir auch mal auf die Sekundärwaffe um. Sir? Damit wir mit Feuerkraft in direkten Kampf haben, dann müssen sie ja nicht unbedingt ihren Raketenwerfer dann tragen und nutzlos sein. Und wir sehen, das geht dann alles schon gleich ganz flüssig. Bughole gesichtet! Wenn es um die Vernichtung des Feindes geht, der sich nähert. Sir? Sir? Hier wechseln wir nochmal auf den Raketenwerfer zurück. Passen dem Backlock noch mal eine. Sir? 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 Ja? So. Ja, wie ihr seht, der Planet ist sehr düster und dunkel. Ach, da sehen wir schon die Soldaten der J-Kompanie. Da müssen wir gleich mal hin. Ja, was ich noch sagen wollte, ihr seht, der Planet ist sehr felsig und sandig. Gibt zwar hier ein paar Flüsse, aber sonst eigentlich nur ein großer Stein. Den Plasma-Bug, darum werden wir uns wahrscheinlich auch nochmal kümmern müssen, um unsere Abholung dann zu erleichtern. Aber erst eins nach dem anderen. Was wir hier noch gut sehen können, ist jetzt auch eine Munitionskiste für uns. Ist auch gut so, weil ich schon wieder ein bisschen Muni brauche. Zumindest für unseren Lieutenant, der ja seinen Granatwerfer leer geschossen hat. Werde ich auch als erstes mal hier zum Aufmunitionieren schicken. Der hat jetzt auch wieder seine Reserven oder seine Munition beim Granatwerfer aufgefüllt. Die anderen jetzt auch. Die Kiste ist jetzt auch schon fast leer. So, dann nähern wir jetzt uns mal der J-Kompanie. Wichtig ist hierbei, was ich schon meinte, eine ruhige Herangehensweise. Also nichts überhasten, lieber mit Verstand und kontrolliert vorrücken. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, was gerade schön war zu sehen, erkläre ich euch gleich. Hier spricht Fähnrich Kosminski, Lieutenant. Ich bin informiert über Ihre gegenwärtige missliche Lage. Damit wir Sie abholen können, müssen Sie alle Plasma-Bugs in Ihrem Missionssektor vernichten. Setzen Sie den Sanitäter der Kompanie J ein, um Ihre Verluste niedrig zu halten. Ich übertrage die geschätzte Position der Plasma-Bugs auf Ihre taktische Karte. Der Rest liegt bei Ihrem Team. Wir stehen unter starkem Zeitdruck, Lieutenant. Bitte beeilen Sie sich.
Kosminski, Ende. Ja, wir haben gerade neue Soldaten für unser Einsatzteam hinzugewonnen. Dabei auch einen sogenannten Funktionssoldaten, was ich schon mal angeschnitten habe, und zwar einen Sanitäter. Das Gute ist, der kann unsere Soldaten heilen. Wir sehen zum Beispiel den hier, da ist die Lebensenergie schon sehr weit runter. Den heilen wir dann mal. Genauso wie den hier. Den. Den hier. Und zu guter Letzt den nächsten Schulze. Ja, wie es euch vielleicht aufgefallen ist, unsere Struktur der Trupps hat sich ein wenig verändert. Und zwar wurde Lance Corporal Lindström hier von Sergeant Schulze abgelöst. Das ist auch nicht verwunderlich, weil der höher im Rang ist. Hier haben wir jetzt auch einen neuen Corporal hinzugewonnen, aber da hat sich nichts verändert, weil auch ein Corporal den zweiten Trupp anführt. Aber es ist gut, jetzt haben wir ein paar erfahrene Soldaten hinzugewonnen. Sir. Gut, Leute, auf geht's! Wir werden uns hier zunächst mal um die Bugs hier kümmern und werden uns dann hier über den Süden weiter nach Osten vorarbeiten. Ah, da sehen wir auch schon ein weiteres Bughole und ein paar Bugs. Und eine neue Munitionskiste. Ja. Das war ein Volltreffer. Sir. Jetzt verpassen wir den Bughole nochmal zwei Schüsse. Nein, halt, nicht mit der mit dem Lichtgewehr, sondern mit dem Raketenwerfer. Das war genau im richtigen Moment, da haben wir gleich noch einen Bug mit erwischt. Sir? Arbeiten wir uns mal hier langsam vor. Machen wir das mal hier oben. Ja? Dann locken wir die erstmal hier an. Ja? Ja? Nur wir sehen schon, der Plasmabeschuss schlägt doch schon sehr nah hier bei uns ein. Bughole gesichtet. Wo habt ihr das Bughole? Wahrscheinlich hier unten. Oder? Was ich jetzt euch gleich noch zeigen werde, ist, unser neuer Soldat hier hat einen Atomraketenwerfer als Hauptwaffe. Das Ding macht richtig Wumms. Das kann ich euch mal zeigen. Feuert in das Loch! Beeilen Sie sich, Lieutenant. Wir haben nicht viel Zeit. Da reicht ein Schuss Sir. Aus, um... Sir? Sir? Ja? Tod und Vernichtung über unseren Feind zu bringen. Ja, hier sind die Bugs noch unten.
Soll aber kein großes Problem oder eine große Gefahr hier für uns darstellen. Ja. Lassen wir unseren Lieutenant mal vor. Ja. Ja, hier unten ist schon ein bisschen was los. Da hinten ist das Bugloch. Das können wir vielleicht von... Das können wir vielleicht von hier oben ausschalten. Sir? Müssen wir natürlich auch den Raketenwerfer wechseln. Soll aber kein Problem sein. Sir? Und jetzt rücken wir hier geschlossen vor. Gehen den Weg hier gleich nochmal runter. Ich gucke mich nochmal kurz hier oben um. Wir haben auch schon das Ende so ziemlich erreicht. Wir sind bei den Kameraden noch hochgekommen. Ja? Den versetzen wir jetzt auch noch mal gleich den Todesstoß. Ja. Da unten sind noch zwei. Kommt her. Wenn man kontrolliert und besonnen hier auch ein bisschen vorgeht, dann schafft man das mit den Umsätzen auch ganz gut. Ja, insgesamt werden rund hier 20 Missionen auf uns warten. Die werden uns über Wüsten und Eisplaneten sogar bis in Höhlen führen. Oder auch Lavaplaneten. Also für Abwechslung wird jetzt über das Let's Play hingesorgt sein. So, hier hinten ist nichts mehr. Dann gehen wir jetzt mal hier über die Brücke und werden den Plasma-Bug hier hinten ausschalten. Wie gesagt, Brücken. Also das gut, immer los geht's, ihr Affen. Pässe. Gut, diese ist hier breit genug, aber ihr erinnert euch vielleicht noch an die Brücke aus dem Tutorial. Die war schon ein bisschen enger. Da kann man sein Team nicht so gut formieren. Gesichtet. So, das Bug. Können wir auch hier nochmal verschließen. Na, leider haben wir den jetzt gerade nicht mit erwischt. Das wäre schön gewesen. Holt sie euch!
Bug kümmern wir uns jetzt auch. Sir? Dann nutzen wir jetzt mal nicht den Atomraketenwerfer. Ich möchte noch ein paar Schüsse in Reserve haben, man weiß ja nie. Es wird so sein, dass, Machen Sie schnell, Lieutenant. Wir können nicht viel länger warten. Es wird auch mal so sein, dass irgendwann Tanker einfach aus dem Boden hervorkommen oder herausbrechen. Ich denke, einige von euch kennen das auch aus dem Film. Das sind die großen Bugs, die mit ihren Feuerangriffen oder also ihren Feuerstrahl schon mal schnell ganze Trooper wegbrennen. Ja? Und wie gesagt, für solche hebe ich mir dann immer gerne mal eine Atomrakete auf. Hier läuft auch noch ein vereinzelter Bug rum. Zwei unserer gefallenen Kameraden. Ja. Ja, zwei Tote. Ja, und jetzt kommen wir auch gleich schon zu unserem letzten Plasma-Bug, den hier hinten. Und dann haben wir eigentlich unsere Einsatzziele soweit erfüllt. Wir haben auch noch keinen Soldaten bis jetzt verloren, das ist auch schon mal ganz gut. Und wie gesagt, ich habe auch vor, keinen zu verlieren in diesem Let's Play. Gucken, ob mir das gelingen wird. Sir? Feuert in das Loch! Kommt gleich mal eine Atomrakete. Kosminski hier, Lieutenant. Sir? Die taktische Aufklärung berichtet, dass Sie die Plasma-Bugs in Ihrem Missionssektor vernichtet haben. Wir können nun ein Schiff zu Ihrem Team schicken. Ich übertrage gerade neue Abholkoordinaten auf Ihre taktische Karte. Uns geht mehr und mehr die Zeit aus, Lieutenant. Wir haben nur eine Möglichkeit, Ihr Team abzuholen. Beachten Sie die Uhr auf Ihrer Anzeige. Sie gibt an, wie viel Zeit noch bleibt, bevor wir den Orbit verlassen müssen. Setzen Sie Ihr Team in Bewegung, Lieutenant. Kosminski, Ende. Ja, wir haben hier 3 Minuten Zeit. Ich denke, das sollte ich auch kein Problem darstellen. Ja. Dann schicken wir noch mal kurz unseren Lieutenant hier vor. Der soll jetzt noch mal den Bug kalt machen. Hat auch gut gemacht. Ja. Und dann begeben wir uns jetzt schon mal zum Abholbereich. Ich denke, das sollten wir schaffen. Wir haben ja jetzt schon alle Bugs auf dem Weg eigentlich getötet, also großer Widerstand ist nicht zu erwarten, also eigentlich nur noch ein Durchmarsch bis zur Landezone. Tötet sie alle! Bringen wir unsere Daten mal hier ein bisschen in Laufschritt.
Nicht, dass wir das doch noch das Einsatzziel verpassen wegen Zeitablaufs. Gelaufen. Jetzt müssen die sich erstmal erholen. Hälfte der Zeit ist schon vorbei. Aber da oben sehe ich schon den Landebereich. Also keine Gefahr, das Ziel zu verfehlen. So, geschafft. Zweiter Einsatz geschafft. Keine Toten zu beklagen. So kann es ja weitergehen. Mal gucken, ob es jetzt auch schon einige Beförderungen gibt. Dann können wir nochmal unsere Waffen verbessern. Lieutenant, Sie haben das Zeug zu einem erstklassigen Offizier. Ihr mutiges Vorgehen hat viele Leben gerettet. In Anerkennung Ihrer Tapferkeit angesichts einer feindlichen Übermacht wird jedem Überlebenden das MI-Tapferkeitsabzeichen verliehen. Herzlichen Glückwunsch. Da die Valley Forge bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten nicht einsatzbereit ist, werden Sie auf die TFTC Roger Young verlegt. Ja, wie ihr sehen könnt, uns werden jetzt auch gerade schon ein paar Auszeichnungen verliehen. Die Tapferkeitsmedaille Klendatu. Wir haben den Kampf überlebt. Mal gucken, ob es auch ein paar Beförderungen gibt. Jetzt noch nicht. Aber das wird sicherlich dann in der nächsten Mission folgen. Ich habe vor, wie gesagt, alle paar Tage ein kleines Video aufzunehmen, damit das nicht allzu lange dauert, bis wir das Spiel durchgespielt haben. 18 Einsätze warten ja noch auf uns. Ja, und jetzt können wir auch schon unsere Waffen das erste Mal verbessern. 60 Punkte haben wir. Mal gucken, was ich jetzt hier als erstes verbessern werde. Da der Großteil unserer Soldaten jedoch mit noch Moritas kämpft, werde ich zunächst unser Standardgewehr erstmal verbessern. Und im nächsten Schritt, nach dem nächsten Einsatz, wird dann das Lichtgewehr dran sein. Dann haben wir quasi die beiden Waffen verbessert, mit denen wir hauptsächlich arbeiten. Was später schön werden wird, ist quasi das Plasmagewehr. Wenn wir das haben, da geht es schon ordentlich rund. Das ist quasi die Waffe, die wir am Ende von Starship Troopers 1 sehen, im Abspann, wenn man so will, in den letzten
Nachrichten, wo dann der halbe Berg mit weggeschossen wird. Natürlich hat diese Waffe hier im Spiel nicht die gleiche Wirkung, weil sonst wäre es ja langweilig. Aber ein Schuss und ein Bug ist weg, das ist schon sehr angenehm. So. Ja, bevor es weitergeht, habe ich nochmal eine sehr schöne und interessante News für euch. Ich habe mir mittlerweile einen Original-Offiziersmantel aus dem Film sichern können. Gleich werdet ihr dazu ein Bild sehen. Der befindet sich zwar noch in den Staaten, ist aber einer der Originalmäntel, den auch Neil Patrick Harris getragen hat. Das kann man gut daran sehen, dass auf dem auch die Bezeichnung Karl vermerkt ist. Und wie gesagt, damit habe ich eigentlich schon einen wesentlichen Teil für das Kostüm zusammen. Also ich denke, der wird jetzt im Laufe der nächsten Woche in den Staaten abgeschickt werden und müsste dann im Laufe des Februar hier bei mir in Deutschland eintreffen. So, dann mache ich jetzt für heute mal Schluss mit dem dritten Teil unseres Let's Plays und wir sehen uns dann in den nächsten Tagen zurück an der Front zum nächsten Einsatz. Macht's gut!